Skelett, wo bist du? Sie hat bloß in Ruhe hier. Mit dem Schwert! Ja. Ui, Igitt, Igitt. Ich hasse Skorpione. Wo sind wir eigentlich? Nach da müssen wir weitergehen. Noch gehen wir immer weiter nach Westen. Und durchstreifen. Oh, was ist da denn für ein geiles Haus? Was ist das denn für ein cooler Bau? Das ist ja total cool. Was zum Geier ist denn das? Und dann so im Morgenrot hier. Da oben sind Truhen. Das sehe ich schon von hier. Das ist das Geile an Life in the Woods. Echt. Dass man immer wieder Sachen findet, die einen völlig überraschen. Womit man überhaupt nicht rechnet. So, da hinten kommt die Sonne durch die Büsche. Durch die Bäume. Sehr cool sieht das aus. Aber wir gehen jetzt hier zu diesem Bauwerk. Was ist denn das? So, wo war's jetzt? Da. Bemooster Bruchstein? Also das muss ich sagen, wir sind ja mit unserer Reise noch lange nicht am Ende, aber es hat sich schon jetzt gelohnt. Diese Reise, egal wie lange sie noch dauert, die hat sich schon jetzt gelohnt. Wir haben extrem viel gefunden in dieser doch noch relativ kurzen Zeit. Hier ist der Eingang auf dieser Seite. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal rein. Bemooster Bruchstein. Was ist denn das für eine Art von Stein? Die habe ich auch noch nie hergestellt. Bemooster Bruchstein, das muss ja der hier sein. Okay, das ist eine von verschiedenen Schieselarten. Das ist die Grundform mit Moos, stellt man den her. Das Thema hatten wir schon mal. Aber wo findet man denn Moos? Wir müssen auch mal gucken, dass wir Moos finden. Solche Steine will ich auch herstellen. Schwarzbambustür, okay. Und dann gehen wir mal hoch, wenn wir es hinkriegen. Ach, mach ich denn. So. Schön ausleuchten. Alles mit bemoostem Bruchstein hier. Die unterschiedlichsten geschieselten Arten. Was haben wir da? Schallplatte. Cat. Ein bisschen Redstone, einen Stempel. Was steht da? The stamp is occurs by dirt. Wash it in a cauldron. Also der ist wohl schmutzig. Den muss man waschen. Wenn ich das richtig verstanden habe. So. Einen Stempel. Bevor wir weiter gucken. Ah, okay. Das ist dieser dreckige Stempel, den wir jetzt gefunden haben. Das sind die sauberen Stempel, das sind die ganz normalen. Wie stellt man die denn wohl her? Steht hier gar nicht. Es erscheint kein Rezept, egal welchen Stempel ich hier anklicke. Das wird noch interessant. Weiter geht's. Warte mal, die Truhe nehmen wir jetzt mit. Nächste Truhe. Einen Sattel. Dann haben wir jetzt ungefähr 20. Aber immerhin. Ein bisschen Weizen, noch eine Schallplatte, die wir nicht mehr stapeln können. Also ab in den Rucksack hier mit dem ganzen Krempel. Einen Bogen haben wir auch noch bekommen, eben vom Skelett. Skelett, Skelett, Skelett. Weg damit.
Also das Stapeln der Items in den unterschiedlichen Rucksäcken, das ist im Moment sehr ineffektiv, was wir hier tun. Also wir haben alles doppelt und dreifach in allen Rucksäcken, aber das wussten wir ja von vornherein, dass das der Fall ist. Da mache ich mir jetzt eigentlich erstmal keine Gedanken drüber. So, die Truhe ist leer, auch die nehmen wir mit. Und zur letzten Truhe. Da ist noch ein bisschen Schwarzpulver drin, das nehmen wir auch immer gerne entgegen. Und Fäden. Und auch diese Truhe nehmen wir mit. Also dieser ganze Turm ist im Endeffekt aus geschieselten, bemoosten Bruchsteinen gebaut worden. Aus den unterschiedlichsten Schieselarten. Und deswegen würde ich natürlich sehr gerne, wie gesagt, Moos finden. Ich weiß gar nicht, wo man das findet, aber ich bin sicher, wir sind schon etliche Male vorbeigelaufen. Wenn es einer weiß, bitte gerne schreiben. So ein Gebäude in dieser Art würde ich selber gerne mal bauen, wenn es mir denn überhaupt gelingt. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Baumeister, das habe ich schon häufig genug gesagt. Will ich auch gar nicht sein, diesen Anspruch habe ich überhaupt nicht. Aber vielleicht ist ja doch irgendwann nochmal eine Gelegenheit. Bemooster Turm. Vielleicht ist ja irgendwann doch nochmal eine Gelegenheit da, so etwas zu bauen. Hier mit den Ketten finde ich auch sehr cool gelöst. Ich glaube, höher geht es jetzt auch nicht. Truhenmäßig sehe ich jetzt hier auch nichts. Also eigentlich können wir jetzt auch wieder runtergehen oder runterspringen. Wollen wir runterspringen? Wir springen jetzt mal. So. Gucken wir uns mal von der Seite an, ob hier irgendwas ist. Aber ich glaube, das war es dann auch. Bemooster Turm. Tischa! So, da ist noch Kakao. Kakaobohnen. Und wieder ein Bauwerk entdeckt. Na herrlich. Weiter geht es vom bemoosten Turm Richtung Westen. Es treibt uns immer weiter nach Westen. Wir drehen noch lange nicht um, glaube ich. Ich glaube, wir müssen noch eine ganze Ecke weiter nach Westen laufen. Wo ist denn Moos? Sag mir das mal einer. Wo ist Moos? Moos findet man ganz sicher nicht unbedingt in den Tropen. Moos gehört eher in normale Wälder. Vielleicht auch in Birkenwälder da vorne. Wir können ja mal einmal durch den Birkenwald laufen, spaßeshalber. Huch, was haben wir da denn? Huch, huch, huch. Wollen wir da mal runtergehen? Ich weiß ja nicht. Wollen wir da vielleicht mal runtergehen? Oder besser nicht. Ich meine, wir können ja mal gucken, bevor wir jetzt weiterlaufen. Wir können ja einfach mal gucken. Wir wollten ja auch immer so ein bisschen Höhlenforschung gehört ja auch dazu. So, das ist jetzt auf Risiko hier. Sie noch weiter runter. Oh, das geht noch weiter runter. Alter Verwalter, guck dir das an. Alter Verwalter, es geht in eine Höhle und wieder haben wir eine Höhle gefunden. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? Wie groß ist sie denn? Kürbisse haben, würde ich jetzt auch gerne mal von einem Kürbis Gebrauch machen. Da geht's hoch. So, Eisen nehmen wir auch nochmal mit. Nur so ein bisschen. Und laufen einfach mal hier hoch. Ich liebe es einfach, Höhlen zu erforschen. Es ist einfach mega spannend. Was haben wir hier? Blätterhaufen. Ach, das ist schon wieder zu Ende. Na gut. Aber hinterher kann keiner behaupten, wir hätten diese Höhle nicht erforscht. Aber wer weiß, wir haben ja auch noch die andere Seite. Wir können ja auch noch gerne mal kurz einen Blick auf die andere Seite erhaschen. Da könnte nämlich noch was kommen. So, zack, 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 zack. Kohle lassen wir jetzt mal sitzen. Möchte ich jetzt nicht sammeln. Oh, oh, da ist Gold. Da ist Gold da hinten und hier ist wieder Eisen.
Kann ich nicht einfach irgendwo eine Spitzhacke finden? Es wäre so cool, irgendwo eine Spitzhacke zu finden. Das wäre echt nice. So, noch ein bisschen Gold, noch ein bisschen Gold. Na komm, das lassen wir jetzt mal sitzen. Diese ganze Kohle. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Was haben wir da denn? Moment. Welche Höhe sind wir denn? 18? Alter, ich habe Diamanten gefunden. Ich habe nichts dafür getan. Ich habe nichts dafür getan. Ich bin nur in diese Höhle gelaufen. Mehr habe ich nicht getan. Und da lachen. Ich glaube, diese Reise ist was ganz Besonderes. Ich glaube, die ist was ganz Besonderes. Das ist echt nice. Und wieder. Nach der altbewährten Fabi-Manier. Buddeln wir uns erstmal drumherum. Was haben wir da oben? Nein, nicht doch Wasser. Nein, ich will doch gar nicht Wasser. Kürbis können wir nicht setzen. Hallo! Hey! So haben wir ja nicht gewettet hier, ne? Zack. Dann lassen wir das mal so stehen. Eigentlich hätte das gerne noch ein bisschen höher gehabt. Da muss das eigentlich hin. Wo kommen wir denn da hin? Einfach nur unter Wasser, ne? Kann auch eine Höhle sein, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Risiko, dass... Ich will das jetzt hier zu haben. Ich habe jetzt keinen Bock auf dieses Wasser. Vor allen Dingen, da unten ist Lava. Wenn wir da jetzt reinfallen... Noch mehr Wasser. Ey, was soll das denn jetzt? Ich glaube, wir nehmen jetzt ganz schnell die Diamanten und verziehen uns wieder. Kommt jetzt auch gleich Wasser runter. Wetten. Siehst du? Ich bereue es ziemlich, keine Glückshacke mitgenommen zu haben. Aber damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass wir so viele Diamanten finden. Wir haben sensationelle 6 Diamanten gefunden. Aber immerhin. Man soll ja mit dem zufrieden sein, was man hat. Dann hat man jetzt eben, haben wir die Dinger jetzt eben ohne Glückshacke mitgenommen. Aber 6 Diamanten mehr. Wir sind also wiederum um 6 Diamanten reicher. Und ich meine, dass wir die anderen, die im blauen Rucksack haben, die packen wir jetzt auch zusammen. Die würde ich gerne zusammenpacken zu den anderen. Ne, hier sind sie nicht drin. Sind die in dem anderen Rucksack drin? Wo war denn... Welchen hatten wir denn eben? Wir hatten doch den gelben oder einen von den gelben, ne? War das nicht so? Ich bin mir nicht sicher. Lass uns noch mal eben den gelben hier testen. Großer gelber Rucksack, da war nichts drin. Welcher war das denn jetzt? War das der andere gelbe? Der war's. Ach, da oben sind die Diamanten. Alles klar. Da sind die Diamanten. In dem einen gelben Rucksack sind die drin. 9 Diamanten. Das ist echt eine seltene Sache. Sehr cool. Okay, weiter. Wie gesagt, wir können natürlich auch, wenn wir Lust haben, einfach noch Pet-Amulette bauen. Das war's jetzt, oder? Da kommt jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Sorry, müssen noch mal eben zurücklaufen. War da jetzt noch was oder nicht? War jetzt gerade so irritiert. Oder so freudig überrascht von den Diamanten. Aber ich glaube, da ist jetzt auch nichts mehr. Da ist nur noch Lava, wo wir jetzt tunlichst nicht runtergehen sollten, glaube ich. Irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass wir da jetzt auch nicht weiterkommen. Ja, da möchte ich jetzt auch ungern runter. Wir können noch mal eben um die Ecke lupen, indem wir so ein paar Steine hier wegnehmen. Vielleicht sehen wir da ja noch irgendwas, aber ich glaube, ich muss das ja nicht, ich muss das gar nicht haben unbedingt. Kommt da
geht das dann noch weiter? Vielleicht finden wir noch mehr Diamanten. Man weiß ja nie. Man weiß es ja nicht. Aber hier ist nichts mehr. Komm rein, spaßeshalber noch mal eben gucken. Mitten zwischen Lavafeldern unterwegs. Finden wir hier aber nichts mehr. So, das wird mir jetzt hier irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes zu heiß. Wir gehen wieder hoch und lassen das jetzt einfach so liegen, wie es liegt. Diese Höhle haben wir erforscht. Hat sich absolut gelohnt. Und damit können wir jetzt wieder beruhigt nach oben gehen. Also der Grund, warum ich... Ein anderer Grund neben Rohstoffen ist natürlich auch immer, wenn ich in so eine Höhle gehe, dass ich mir irgendwie erhoffe, dass da eventuell irgendwo noch ein Spawner zu finden ist oder eine coole Truhe, wo irgendwas mega Geiles drin ist. Man weiß es ja nie so genau. Aber das ist immer so diese geheime Hoffnung, die ich so in mir trage, wenn ich in solche Höhlen halt gehe. Jetzt ist es ganz dunkel. Wollen wir eben gucken, dass wir irgendwo eine Fackel hinsetzen. So. Okay, da können wir die nicht hinsetzen. Da können wir nämlich gleich... Müssen wir die wieder wegnehmen, wenn wir uns jetzt hier hochbuddeln. Na, warte mal. Wir können hier auch... Machen wir uns hier mal so einen schönen Weg. Und gehen hier wieder hoch. Mit gezückter Fackel. Ganz oben sind wir noch nicht. Wie schnell wir da jetzt auch auf Diamantenhöhe waren, ne? So schnell kann das gehen. So, die Erde reicht nicht aus, um uns da komplett hochzubringen. Aber wir kommen, glaube ich, ziemlich passig nach oben. Denn der neue Tag beginnt. Oder? Beginnt er noch nicht? Nee. Ich dachte gerade, es sah so ein bisschen hell aus. Es ist aber noch nicht der Fall. Aber die Höhle ist erforscht, da brauchen wir jetzt nicht weiter zu suchen. Atlas... Im Monsterturm, diese Höhle müssen wir nicht kennzeichnen. Das ist eigentlich nichts weiter Besonderes. Und weiter laufen wir. Huch, ich sacke ein, ich sacke ein. Aua, oh Mann. Ich bin im... Sehr lustig, diese Situation habe ich schon mal gehabt. Dass wir nämlich... So, ich mache das jetzt hier alles weg. Was ist denn mit dem... Was ist mit dem Sand los? Ein Sand? Treibsand versinkt... Nee, Sand versinkt im Treibsand, oder was ist das hier? Tschüss. Ja. Das war das Phänomen, dass Sand im Treibsand versinkt. Habe ich auch noch nicht gesehen. So, was haben wir hier unten? Gibt's da was? Piranhas, Haie. Oder irgendwas anderes? Irgend ein kleines Atlantis? Im See? Nein, ist nicht der Fall. Was war das? So, jetzt wird's Zeit für ein Festessen. Da wird aber richtig lange dran gegessen, du. Okay, jetzt haben wir erstmal für längere Zeit Ruhe, denke ich mal, was Essen angeht. Das ist so ergiebig, wie gleichzeitig 4 Hamburger zu essen. Glaube ich jedenfalls. Und immer dem Mond entgegen. Immer weiter Richtung Westen. Wir werfen nochmal einen Blick hier über dieses ausgedehnte... Huch! Über dieses ausgedehnte Sumpfgebiet. Hinten mit Birkenwäldern. Vielleicht sehen wir ja noch irgendwas. Man weiß das nie. Übrigens bin ich sehr froh, dass wir im Moment sehr wenig mit Werwölfen zu tun haben. Und der Mond geht unter, die Nacht ist bald vorbei. Und wir brechen auf, weiter Richtung Westen. Mal sehen...
was wir noch so alles finden. Diese Reise ist überaus interessant und sehr ergiebig auch, was bestimmte Rohstoffarten angeht. Und ich bin sehr gespannt, was uns da noch erwarten wird. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.